Tausende Jugendliche in Vorarlberg stehen Jahr für Jahr vor der Entscheidung, wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll. Weiterhin die Schulbank drücken oder einen Lehrberuf erlernen. Die E-Ausbildungsmesse der Wirtschaftskammer Vorarlberg am Messegelände in Dornbirn soll die Entscheidung für die Jugendlichen erleichtern. Zahlreiche Vorarlberger Ausbildungsbetriebe und Schulen präsentieren sich auf dieser Messe, um ihr Fachgebiet den interessierten Jugendlichen näher zu bringen. Das Technikland Vorarlberg zeigt sich bei einem gemeinsamen Messestand und gibt den jungen Menschen einen Überblick über die technischen Berufe im Land. Verantwortliche aus unterschiedlichen Fachrichtungen betonen die Wichtigkeit der Messe. Es ist für uns eine Plattform, wo wir unsere Kunststoffberufe präsentieren können, alle 2 Jahre. Wir engagieren uns da eigentlich sehr intensiv dafür. Es geht vor allem darum, den jungen Menschen im Prinzip eine Wertigkeit vom Werkstoff Kunststoff mitzugeben. Wir haben im Prinzip auch den Kreislauf abgebildet. Das heißt, wir stellen zum Beispiel Produkte her, wir können sie dann einmalen, wir können dann im Prinzip aus dem eingemahlenen Material wieder neue Teile herstellen und von dort her im Prinzip so diesen schönen Kunststoffkreislauf direkt vor Ort präsentieren. Die Messe hat einen sehr großen Stellenwert für uns. Die Jugendlichen, die Schülerinnen kommen hierher, um sich für die Lehrberufe zu interessieren. Wir sind hier am Technikland. Hier geht es nicht um einzelne Unternehmen, hier geht es wirklich um die Lehrberufe, dass sie einfach mal sehen, was wird in diesen Lehrberufen überhaupt gemacht. Wir haben uns hier ins Technikland, also die Vorarlberger Lebensmittelindustrie hat sich ins Technikland anschließen können vor einigen Jahren, weil grundsätzlich, wir suchen alle Fachkräfte, weil Fachkräftemangel ist nicht nur ein Wort, wo existiert, sondern ist tatsächlich da. Und ich glaube, das lohnt sich zum Kämpfen, dass jeder einen gemeinsamen Strang zum Ziel hat. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wieder neue, motivierte, junge Jugendliche kriegen, die sich fürs Textile interessieren. Es ist wichtig für uns und vor allem für die Zukunft, weil Textil ist nicht ausgestorben. Man hört nur immer das Negative, aber es stimmt nicht. Wir sind da. Bei uns in der Firma, ich bin die 5. Generation und wir werden weitermachen und es fällt einfach die Jugend dazu. Und das wäre jetzt ganz wichtig, wenn wir ganz viele junge, motivierte Jugendliche kriegen. Die E-Messe ist für uns sehr wichtig als Firma Graz, nach dem Facharbeitermangel zum Rekrutieren, zum die Technik begeistern, ist das eine sehr wichtige Messe für uns. Alle arbeiten im Technikland sehr gut zusammen und es macht immer Freude, das Netzwerk wieder neu aufzubauen und zu erweitern. Neben den zahlreichen Betrieben und den damit vorgestellten Lehrberufen präsentieren sich aber auch unter anderem die HTLs des Landes. Die Messe bietet meiner Meinung nach einen sehr guten Überblick, was wirklich alles für Berufe bei uns jetzt natürlich speziell auch im technischen Bereich vorhanden sind. Es ist toll eingebettet in das Technikland, das heißt in unsere Umgebung, eben auch die anderen technischen Ausbildungen. Aber ich denke, es ist überhaupt für alle Schüler oder Schülerinnen der Unterstufe wichtig, dass sie sich orientieren können und das ist ein guter Überblick hier. Eine derartige Ausbildungsmesse weckt auch das Interesse der Spitzen des Landes. So ließen sich Landesrat Marco Dittler und Wirtschaftskammerpräsident Wilfried Hopfner einen Rundgang nicht entgehen. Ich glaube, es ist eine extrem schöne und tolle Möglichkeit, auch für die Wirtschaft sich zu präsentieren. Aber die Wichtigkeit, die sehe ich insbesondere darin, dass man Jugendlichen zeigen kann, welche Vielfalt an Berufen es mittlerweile gibt, welche schönen Berufe es mittlerweile gibt und Jugendlichen einen Einblick geben kann in ein Thema, wo sie sich vielleicht heute noch gar nicht Gedanken machen, aber eine Neigung oder ein Gespür dafür haben, dass sie diesen Job gern machen würden. Und insofern finde ich es für die Wirtschaft wichtig, aber insbesondere natürlich für die Jugendlichen, die heute hier da sind. Es ist heute ein so riesiges Angebot an Lehrstellen und die jungen Menschen haben in dieser Phase der Berufswahl eine viel Orientierungsnotwendigkeit und hier auf 12.000 Quadratmeter 100 Lehrberufe anbieten zu können, schnuppern zu können, hineinschauen zu können, hineinhören zu können. Ein super Angebot. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir das organisieren können. Und was sagt eigentlich die Hausherrin zu der von der Wirtschaftskammer organisierten Messe?
Ja, es ist die IMS, ist jetzt zum vierten Mal und der Eindruck ist gigantisch, wie viele tausende Jugendliche aus Schulen da sind und sich jetzt wirklich die zwei Tage heute und morgen informieren. Am Samstag ist dann der Elterntag und das macht einfach wirklich Spaß, wenn man sieht, wie informationssüchtig die jungen Menschen sind und sich wirklich auf die Zukunft vorbereiten da. Die alle zwei Jahre stattfindende E-Ausbildungsmesse lockte wieder tausende Interessierte an drei Tagen ins Messequartier. Für manche der Beginn einer verheißungsvollen Karriere.